Ja, und ihr seid hier beim langweiligsten YouTube-Aquaristik-Video ever gelandet. Es geht heute um wirklich, ja, Tiere, wo nicht viel Action zu erwarten ist. Goldene Körbchenmuscheln, Carbicula Speck, heißen sie auf schlau lateinisch. Ja, und wer hier bis zum Ende dran bleibt, das ist echt mein Held, ein absoluter Hardcore-Aquarianer. Ja, jetzt seht ihr gerade die spannendste Szene, die es hier im ganzen Video zu sehen gibt. Aber fangen wir doch einfach mal wieder von ganz von vorne an. Na, liebe Aquakollegen. Kennt ihr diese Kameraposition schon? Ja klar, aber da fehlt noch was und da kommt es auch schon. Wir haben mal wieder was bestellt bei Garnelio. Die haben so ab und zu echte Hammerangebote und da habe ich diesmal auch wieder nicht widerstehen können. Und wir gucken mal rein, was da gekommen ist. Schön verpackt. Und da sind sie. Na, was haben wir denn da? Könnt ihr es erkennen? Huch, bewegt sich nicht viel. Ja, die sind auch nicht so bewegungsaktiv, sondern das sind Körbchenmuscheln. Und die hatte ich schon mal. Und muss sagen, ich habe damit leider nicht die besten Erfahrungen gemacht. Viele haben den Transport nicht wirklich überstanden. Wenn die im Becken waren, haben wir sie sehr schnell gesehen, dass sie also sich nicht eingegraben haben, sondern einfach liegen geblieben sind. Und das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die hier konditioniert sind, ob die besser drauf sind. Und deswegen werden wir die jetzt mal angleichen. Und dann kommen die auch, wie alles andere bei mir, erstmal in Quarantäne, wo ich sie beobachten kann. Weil wenn du die direkt ins Becken setzt und so eine Muschel geht hinüber, das ist eine ganz schöne Belastung für ein Aquarium. Ja, das kann dir doch schon ganz schön Stress im Becken machen. Also sehen wir uns gleich in der Quarantänebox. Ja, und ich weiß, die meisten meiner treuen Zuschauer kennen das schon, aber es kommen immer wieder neue dazu. Deswegen zeige ich mal noch mal kurz, wie so eine Anpassung aussehen kann. Also zuerst mal kommen die Tierchen hier in ein extra Gefäß. So. 20 Stück sollten es sein. Wir zählen sie mal kurz durch, um zu sehen, ob Garnelio zählen kann. Ja, brauche ich mal kurz. Okay, so, das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, exaktement 20 Stück. Und dann kommt natürlich erstmal der Check, welche Wasserwerte haben die bisher genossen. Ui, hier haben wir also relativ heftige, könnt ihr sehen, 667 Mikrosiemens. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu meinem Ausgangswasser in meinem Quarantäne-Aquarium von ungefähr 290. Ja, da werde ich mir etwas mehr Zeit mit der Anpassung lassen, weil ich doch die Erfahrung gemacht habe, dass die Tierchen recht empfindlich sind. Jetzt kommt immer alle Viertelstunde ein guter Schluck Aquarienwasser hinzu und dann sehen wir uns, wenn die Anpassung so, ja, plus minus 50 bis 80 Mikrosiemens, mute ich den Tierchen zu, das klappt normalerweise. Bis später. Ja, und gut 3 Stunden später haben wir dann einen Leitwert, der sich etwas angeglichen hat an das Wasser, wo sie gleich reinkommen. Die goldenen Körbchenmuscheln der Gattung Corbicula
Und jetzt zeige ich es euch nochmal so ein bisschen in der Nahaufnahme. Ja, das sehen wir. Einige sind geschlossen. Andere, da ist schon ein bisschen die Muschel offen. Guckt so ein bisschen was raus von den Filterorganen. Aber grundsätzlich kann man jetzt noch gar nichts sagen. Ja, ich werde die jetzt reinsetzen und zwar an prominenter Stelle im vorderen Bereich. Schauen wir uns mal kurz das Aquarium an, wo sie reinkommen. Ja, nicht schön, aber selten. Das war mal früher schön und dann irgendwann habe ich es dann ja nur noch für Zucht- und Quarantänezwecke benutzt. Und gleichzeitig ziehe ich mir hier noch ein paar Kryptokorynen für befreundete Aquarianer, Trugkölbchen, Anubias, was da hinten noch, Wallisnerien. Kommt also ab und zu mal ein kleiner Schuss Dünger rein und das Ganze läuft nur mit einer Strömung hier. Da ist also nichts mehr drin in diesem Hang-on-Filter. Und hinten ist die Filtermatte, 5 cm stark, PPI 30, relativ dicht. Und das ist für die Körbchenmuscheln absolut was Wichtiges. Die funktionieren also nicht in stark gefilterten Becken oder schwierig. Man muss sehr viel zufüttern, ja, weil der Filter natürlich unheimlich viel dann rauszieht. Und hier in diesem filterlosen Setting sollten die eigentlich zurechtkommen. Wobei die nicht hier drin bleiben sollen, sondern sie sollen eigentlich unten in mein großes 430 Liter Aquarium, zumindest ein Großteil davon. Ja, und sollen mir da einfach auch bei der Filterung ein bisschen helfen. So, dann nehmen wir die Kamera dann mal und setzen sie um. Nehmen wir mal eine Handvoll hier raus. So, und dann kommen die hier gleich in den vorderen Bereich, so dass ich sie gut beobachten kann. In der Vergangenheit, ich hatte die schon mal vor circa 2 Jahren und da ist relativ schnell nach Ankunft die Hälfte einfach gestorben. Erkennt man dann, wenn plötzlich nur noch die offene Schale da liegt. Und immer ein gutes Zeichen ist, wenn sie sich möglichst schnell im Sand verbuddeln. Dann weiß ich, okay, sie sind fit, sie sind aktiv, aber selbst da sind wirklich dann hinterher auch nochmal welche kaputt gegangen, so dass ich irgendwann keine mehr gesehen habe. Jetzt kann es natürlich sein, dass im Untergrund die trotzdem noch lebendig und aktiv sind, aber als ich das Becken dann mal neu gemacht habe, da war tatsächlich nichts mehr am Leben. Ich werde die deswegen in den nächsten Tagen auch nochmal kräftig zufüttern, Spirulina, ganz feines Garnelenstaubfutter. Ja, die filtrieren relativ kräftig und werde dann schauen, dass da immer ein bisschen was im Wasser sich befindet, wo sie sich dann drüber ernähren können. Ja, jetzt gucken wir einfach mal so alle halbe Stunde rein und schauen, was sie so machen. Merkt euch einfach mal dieses Bild, so dass ihr bei der nächsten Einstellung sehen könnt, ob sich da was bewegt hat und ja, wie so der Zustand der Tiere ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, nach einigen Minuten ist da noch relativ wenig Bewegung zu sehen. Das Einzige, was ich sehe, hier ist eine geöffnet und wenn ich da so reinschaue, sehe ich erstens wenig Bewegung und zweitens, was ich sehen kann, ja, ist, dass die ziemlich leer aussieht. Das heißt, die scheint schon tot hier angekommen zu sein. Das sieht man auch hier, keine Bewegung in der Schale. Ja, hier sehen wir, dass sich da was bisschen bewegt und tut. Und da unten ist Bewegung, aber das sind eher die Turmdeckelschnecken, die sich da die neuen Kollegen ein bisschen angucken.
Also, momentan sieht das noch alles sehr gemächlich aus. Jetzt habe ich die eine mal rausgeholt, die da so geöffnet liegt. Und wenn wir jetzt mal genau reinschauen, dann sehen wir, dass da nicht viel drin ist. Ich habe auch mal reingerochen und normalerweise, wenn Schnecken oder Muscheln kaputt sind, die stinken richtig bestialisch. Ja? Und das zwar mehrere Tage, sogar außerhalb des Wassers. Also wenn so eine große Thylomolania mal den Abgang macht, das ist richtig bestialisch, der Gestank, wenn man die rausholt. Ja? Und das kann ganz schön lang dauern, bis dieser Gestank nachlässt. Ja, und hier rieche ich gar nichts drin. Jetzt nehme ich sie nochmal in die Hand, schaue nochmal genau rein, wenn meine Kamera das schafft. Also diese Seite ist komplett leer und auch da sehe ich nichts. Das heißt, die ist auf jeden Fall schon länger tot, weil da kein Geruch dran ist und so weiter. Ja, schauen wir noch mal ins Becken rein. So, ich roll mal rüber vom Schreibtisch. Ah, bei mir haben die Ferien heute angefangen. Ist auch immer wieder ein schönes Gefühl. Und dann so eine Tierlieferung. Ach, einfach fein. Ja, aber so richtig viel Action ist hier nicht. Ja. Das meiste, was an Action kommt, das sind die Turmdeckelschnecken, die sind neugierig. Also ich mache mir schon ein bisschen Gedanken, dass die sich wirklich nicht bewegen. Die sind jetzt fast eine Stunde hier drin und ich kann sie noch alle sehen. Das ist erstmal kein so ein optimales Zeichen. Ja, normalerweise sollten die sich nach einer viertelhalben Stunde wegbewegen, eingraben und ja, das tun sie hier nicht. Ja, das muss man weiter beobachten. Ich bin gespannt. Also ich weiß, das ist jetzt für euch nicht wahnsinnig spannend, was die Bilder hier zeigen. Ja, da ist halt nun mal jetzt nicht viel Action drin. Aber ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen Background zu diesen Tieren. Das sind echt ein paar ganz spannende Facts. Also zur Filterleistung, das heißt, die Tiere, die haben wirklich eine relativ hohe, einen relativ hohen Durchfluss an Wasser und filtrieren also praktisch alles raus, was im Wasser sich befindet. Kleinstlebewesen, Algensporen, Keime, also da gibt es nichts, was die nicht wirklich aus dem Wasser filtern können. Und ich habe Filterleistungen im Netz gefunden zwischen 15 bis 80 Liter die Stunde, je nach Größe. Ja, also diese kleinen scheinen immerhin noch 15 Liter Wasser zu filtern in der Stunde. Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, kann es aber auch nicht widerlegen. So, das sind jetzt mal die Daten, die ich gefunden habe auf verschiedenen Seiten, die auch professionell klangen. Also es waren jetzt keine Foren von irgendwelchen Hobbyisten, sondern schon Biologen, die sich also mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Diese Körbchenmuscheln, die gibt es auch invasiv bei uns. Die scheinen in verschiedenen Gewässern sich etabliert zu haben. Und ja, machen da auch anscheinend gerade im Bodensee ganz schön Schwierigkeiten. Es gibt also anscheinend 450 verschiedene Arten und unter anderem auch welche, die ganz gut Kaltwasser vertragen. Und es ist so, dass die also zu Tausenden auf einen Quadratmeter vorkommen können. Und dann haben die eine Filterleistung. Ja, dann die ist unglaublich. Ein Biologe hat das mal ausgerechnet und der ist dann bei einer Zahl rausgekommen, dass die einmal im Jahr den gesamten Boden, den gesamten Bodensee durchfiltern können. Und man vermutet, dass deswegen auch der Bodensee momentan immer weniger Fischbestand hat
weil das Wasser immer cleaner wird und darum auch weniger Nahrung für Kleinstfische. Sind alles Theorien, weiß man nicht, ob das wirklich stimmt, aber klang auf jeden Fall sehr interessant, das mal so zu wissen. Ja, wie füttert man die jetzt? Also in einem normalen Aquarium musst du die auf jeden Fall zufüttern. Da wird immer wieder davon gewarnt, dass die nicht lange überleben, weil einfach da die Teilchen im Wasser vom Filter weggezogen werden. Und ja, das geht eigentlich relativ gut, indem du den Filter ausmachst. Und dann nehme ich euch mal kurz mit rum. So, da habe ich zwei mögliche Futterarten. Einmal ist es die altbekannte Trockenhefe zum Backen. Und ich habe hier auch noch, wenn ich es mit einer Hand aufkriege, na, jetzt könnt ihr sehen, Spirulina-Pulver. Übrigens würde ich nie teuer im Fischladen kaufen. Das gibt es in Bio-Qualität immer wieder bei jedem großen Discounter für ja, ein Drittel von dem Preis und größere Menge, wie man es irgendwo im Fischhandel bekommt. Ja, und dann geht das Ganze ganz einfach. Du nimmst hier so ein ganz kleines Mini-Löffelchen von der Hefe in etwas Aquarienwasser und vom Spirulina noch ein bisschen. Da kann es auch ein bisschen mehr sein. So, und das Ganze schüttelst du zu einer schönen Suspension auf. Die Hefe sollte sich schön auflösen, braucht ein bisschen. Ja, und dann geht es einfach hier mit so einer schönen Pipette, kriegst du für wenige Cent ans Aquarium. Ja, und jetzt nimmst du hier so eine Pipette voll und dann, na, Filter ausstellen ist wichtig und dann schön, na, kann man sehen, jawohl, einmal in die ganze Muschelmenge hier rein. Das Ganze machen wir gleich nochmal. Ja, und das sollte man so alle 2 bis 3 Tage machen. Wenn man natürlich ein stark besetztes Becken hat, wo sowieso viel Futter reinkommt und ja, viele Ausscheidungen da sind, gewissen ja, Mullmenge, ja, da kann man auch schauen, dass sie vielleicht damit klarkommen. Aber ich würde immer auf Nummer sicher gehen. Wie gesagt, die letzten sind mir alle gestorben. Ich habe da keine Überlebenden entdeckt, obwohl ich sie anfangs zugefüttert habe. Aber das hat anscheinend auf Dauer war das nicht genug. Da muss man also regelmäßig, ich habe dann irgendwann nach ein paar Wochen die Fütterung eingestellt und das war wahrscheinlich dann auch der Fehler. Ja, wobei viele auch gleich zu Beginn, wie ich schon gesagt habe, eingegangen sind. Die scheinen also nicht so ganz unempfindlich zu sein. Ja, von der Vergesellschaftung her kann man sie also mit allen friedlichen Fischen, die also nicht gerade Muscheljäger sind, also zu großen Kugelfischen oder auch manchmal Schmerlen, würde ich es jetzt nicht unbedingt reinsetzen, aber ansonsten geht so ziemlich alles. Von der Besatzdichte her wird empfohlen, dass man eine Muschel pro 20 bis 30 Liter einsetzt. Ja, das scheint so das Maximum zu sein. Und auch der Bodengrund ist natürlich idealerweise möglichst fein, sodass es sich leicht eingraben kann, also Sand oder auch feiner Kies. Diese Körbchenmuscheln hier sind Zwitter, das heißt, sie produzieren Eizellen und Samen gleichzeitig und können bis zu 8000 Jungtiere pro Jahr hervorrufen. Ja, also in einer Reproduktionsphase können täglich 90 bis über 500 Larven freigesetzt werden. Und jetzt gibt es Muschelarten, da ist die Vergesellschaftung mit Fischen nicht so ganz einfach, weil
diese Mini-Larven dann sich in den Kiemen der Fische festsetzen. Ich habe jetzt hier eine Art, die das anscheinend, wo die Gefahr nicht besteht, aber es gibt wohl Teichmuscheln, ja, wo die Fische dann in den Kiemen diese kleinen Larven haben und dadurch ganz schön geschwächt werden, bis sogar sterben können. Ja, diese Copicula-Art, wo es sehr viele davon gibt, die ihr hier seht, die wird mit Speck, also SP, das heißt, sie ist noch nicht genauer beschrieben. Sie wird manchmal als Copicula javanicus angeboten, aber das ist keine gültige Artbezeichnung. Ja, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen hier bei dieser vielen Action. Aber es hat auch was Meditatives, oder? Es muss ja nicht immer flitzen und sausen, sondern manchmal ist es auch schön, einfach auf so ein Stillleben zu blicken. Hm? Ja, vorsichtig muss man sein bei den Tieren, wenn noch Medikamentenrückstände im Becken sind. Ja, durch das, dass sie Filtrierer sind, sind sie da wesentlich empfindlicher. Und ja, da sollte man ein bisschen schauen, dass man sie also in kein Becken reinsetzt, wo man gerade mit Medikamenten hat arbeiten müssen. Ja, die Posthornschnecken sind auf jeden Fall, Turmbeckelschnecken sind auf jeden Fall hier schwer interessiert und lutschen da die ganzen Gehäuse ab. Ja, die werden ungefähr so 3 cm groß, also keine riesen Apparate und sollten eigentlich nicht besonders anspruchsvoll sein, aber haben doch einen Sauerstoffbedarf, das heißt, da muss ein guter Sauerstoffgehalt im Becken sein. Ja, und dann sollten sie eigentlich klarkommen. Zur Temperatur, die liegt so bei 15 bis 26 Grad, also kann man sehr gut bei Zimmertemperatur halten. pH-Wert zwischen 6,4 und 8 und mittelhartes Wasser ist das Richtige. Ja, da sollten also Mineralien noch drin sein. Wenn es zu weich ist, dann kann es sein, dass die Muscheln doch schwer ausbleichen. So, da sehen wir gerade, wie eine sich recht aktiv eingräbt. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert so laufen. Ja, vielleicht machen wir auch eine kleine Muschelmeditation. Wir atmen ein und aus, ein und aus. Wir werden ganz ruhig. Also, wer von euch da jetzt noch dran geblieben ist, der ist echt Hardcore-Aquarianer. Ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie ein so langweiliges Video gemacht, wo so wenig passiert. Also, das verdient eigentlich ein besonderes Lob. Hat so ungefähr eine gute, ja, so 2 Minuten gedauert. Also die sind doch ganz schnell auf ihre Art, wenn sie wollen. Können sich auch im Becken fortbewegen. Man sieht es dann oft auf diese Rillen, die sie dann im Sand hinterlassen. Na komm, das letzte bisschen kriegst du auch noch weg. Da hinten, da ist auch etwas aktiv, aber das sind die Turmdeckelschnecken.
Na, komm, jetzt. Normalerweise lassen sie als einen kleinen Spalt rausgucken, durch den sie dann filtrieren. Aber jetzt hat sie es geschafft. Jetzt ist sie fast verschwunden. Ja, leider werde ich nicht von Franziskaner gesponsert, aber hier seht ihr nochmal diesen hochstylischen Unterschrank. Wunderbar. Und am nächsten Morgen gucken wir rein und siehe da, wieder erwarten sind nur noch drei Muscheln sichtbar. Und die sehen eigentlich auch so aus, als ob die nicht tot sind. Das würde man merken an der geöffneten Schale. Ich habe es euch in einem letzten Ausschnitt gezeigt. Aber die anderen 19 sind es insgesamt. Die Tote habe ich herausgefischt. So haben wir jetzt 16, die sich verbuddelt haben. Und die letzten drei, die hier noch aktiv sind. Ja, der weitere Plan ist, dass in den nächsten 4-5 Tagen, bei mir haben die Ferien jetzt angefangen und ich habe nicht vor, wie all die anderen oder ganz viele YouTuber da, keine Videos mehr zu machen, sondern gerade im Gegenteil. Ich habe da jetzt natürlich noch mehr Bock drauf und auch dann die nötige Zeit, die man ja auch braucht, und habe vor, die jetzt eine Woche hier drin zu lassen, und dann kommt ein großer Schwung unten in meinen 430 Liter Becken. Ja, mal schauen, wie das so klappt, ob die mir da auch ein bisschen an der Filterung helfen. Ja, ich meine, auch wenn sie nur, wie in den Quellen zu finden ist, 15 Liter pro Stunde durchfiltern, was für mich für so eine 2-3 cm Muschel eine riesen Leistung ist. Ich kann es mir immer noch nicht wirklich vorstellen, aber ja, lass es stimmen. Ja, und die pro Tag dann praktisch einmal das Becken durchfiltern, dann hat es ganz bestimmt auch eine Auswirkung auf Schwebestoffe, Trübstoffe, Algen. Ja, aber ich hin zu Keimen, die auch verarbeiten können, das ist also wirklich spannend. Ich bin gespannt, ob sie sich da drin halten. Zufüttern ist da natürlich schwierig, weil in einem 60 cm hohen Becken kommst du ja mit der Pipette jetzt nicht wirklich da so ran. Aber schauen wir mal. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Abo, Like und Glocke und so weiter wäre ein Träumchen. Und ich feiere euch, wenn ihr hier bei diesem bewegungsärmsten YouTube-Aquaristik-Video, was es je gab, bis zu Ende dran geblieben seid, dann seid ihr wirklich Hardcore-Aquarianer und habt meinen vollsten Respekt verdient. Also macht's gut und tschüss.